meisten Pokémon geangelt hat. Und wahrscheinlich 6 Karpador besitzt. Nein, ich glaube, den hatten wir. Nein, du hast auf jeden Fall nur ein Goldini. Drei Pokémon, okay. Ja, ist es riskant, eine Wasserarena mit einem Gesteins-Pokémon reinzugehen. Ja, momentan gibt es mehr recht. Aber wie gesagt, der Wellenbrecher Arena, oder der Arenaleiter wird nochmal eine andere Hausnummer werden. Das ist schon mal jetzt klar. So, erstmal hast du Garados. Eine Garados von dem Einhang, da habe ich eben schon mit einer Dollar-Attacke geprüft. Ja, ich habe noch keinen Plan, muss ich sagen. Ich habe noch keinen Plan für den Arena-Leiter. Kommt ein bisschen viel auf Glück an. So, erstmal eine Schwerbe rausnehmen. Ja, ihr seht mich tatsächlich das erste Mal ratlos, weil ich, wie gesagt, noch keine wirkliche Idee habe, wie gehe ich den ganzen Scheiß jetzt einfach an. Das ist halt genau das Problem. Ich weiß es. Ich bin da momentan. Ja, planlos, ratlos. Wie viel ist wohl? Keine Ahnung. Aber mal gucken. Es wird schon immer werden, aber... Das heißt, dann ist da oben der letzte Trainer. Und dann steht die große Prüfung davor. Wie die Tosen See spüle ich alles hinfort, was ich mir in den Weg stelle. So bin ich eben. I don't know, was ich jetzt gerade so ein bisschen... So, jetzt geht die Flinke an. Ja, das muss natürlich viel Glück dabei sein. Jetzt am Anfang war ein Garados. Ich vermute, dass er ein Garados am Anfang hat. Ich weiß, welche drei Pokémon er besitzt. Das ist klar. Aber... Maidon. Bingo. Fallen. Und ein weiteres Schalellos. Das muss für Glück jetzt dabei sein. Ganz einfach. Ich muss jetzt mit der Finklaue arbeiten. Also ich meine, ich hatte noch das Riesenlose bei Hilda, wo ich Lucario rausgenommen habe mit einem Feuersturm. Oder solche Dinge halt. Also muss halt jetzt passen. Ansonsten kann das auch, was das betrifft, ganz schön auf die Fresse. So, der Toni ist besiegt. Ach, die Welle hätte man nicht aufs Geschirr spielen können. So. Große Frage. Was nu? Ich habe mir nichts hingelegt. Auf. Nee, warum nicht? Ja. Wir gehen's an und hoffen einfach auf nur das Beste. Na gut, dann gehen wir mal an. Los geht's. Willkommen, ich werde nicht dafür herausgefordert.
Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Stärke des Marinaltas von Waldeburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinos. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Zu dem all deinen Attacken hin ziehen dich dann runter in die Tiefe. Der Sieg wird unser sein. Los, bringen wir es hinter uns. Okay. Drei Pokémon. Wie ich erwartet hatte, mit einem Gyarados. Ich weiß aber, wie drei Pokémon hat. Das wird nicht einfacher. Gyarados ist einfach. Es muss jetzt viel Grusel dabei sein. Es muss jetzt eigentlich mehr oder weniger die Blinklaue triggern. So, seine Fähigkeit habe ich überspringt. So, machen wir's. Yes! Das ist genau das, was ich meine. Es muss viel Glück dabei sein. Ich glaube, dass Gyarados jetzt in der Mitte ist. Das war natürlich. Ich hatte gehofft. Ich hatte es gehofft. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich gehe auf Schwertanz. Seinen super Trank. Das ist jetzt alles gut. Das ist jetzt alles okay. Eigentlich bist du mit der Rede eingekommen. Tschüss. Ich hab's mir fast gerechnet. Ich hab's mir fast gerechnet. Was auf Morlord gehen wird. Zu der Frage, was macht Morlord? Was kann Morlord? Ich muss jetzt weiter drauf gehen. Stärke. Weiter sich mit dem Sterntanz, mit dem Dingstanz. Ja, schön. Ich krieg das komplette Pokémon da, ey. Doch, top Track. Okay. Nee, alles gut. Es ist jetzt ein bisschen Glück dabei. Jetzt ist jetzt nicht. Alles super, sondern es ist jetzt mehr oder weniger Glück dabei. Also der geht weiter auf die Initiative. Trotzdem ist Mollert schwach. Trotz zweimal gesenkter Initiative trotzdem noch nicht angreifen dürfen. Das gewusst. So. Auch jetzt muss wieder ein bisschen Glück dabei sein. Jetzt muss die Kanone noch mal triggern. Bei Bojolin. Ich weiß, dass ich hab einen Ritt auf der Kanonenkugel ist. Ja. Es überlebt. Es überlebt sogar. Ja! Ach ja, es war ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber das Risiko hat sich ausgezahlt. Wir haben tatsächlich den verloren. Oder die Kampf war tatsächlich nicht so schwer, wie wenn ich jetzt in Erinnerung hatte, weil ich mir jetzt eigentlich dazu ein bisschen ausgemalt hatte. Aber gut. Wir haben ihn geholt, Junge. Boah, war das etwa schon? Ich will noch mehr kämpfen. Yes! Ich nicht gedacht, dass ich das so hinkriege. Okay, aber gut, es funktioniert. Es hat mit dem Gestalt-Pokémon funktioniert, das den Weltbrecher zu besiegen. Gut, es war nicht gerade das Glück, dass er seinen Gyarados relativ hatte, seinen Mordat nicht auf die Reihe bekommen und hier einmal mit der Stärke seinen Bojolin ausgenommen. Ja, hat funktioniert. Die Strömung muss sich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat sicher viel Spaß gemacht. Hier, was hast du dir verdient? Und Nummer 4. Den Fennorden. Der Fan-Orden ermöglicht dir, die Formattacke auflockern über den Pokémon zu verwenden. Hier, das ist eine besondere Belohnung. Du und deine Pokémon habt euch dieses Zeichen meiner Anerkennung redlich verdient. Du hättest die Sticker, die Marie verwendet. Und die Tempo 55 ist übrigens Lacke. Sie fühlt Doppelschaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Und trotzdem hast du sich auf die Reihe bekommen, mit Ramaidon zu bodigen. Gewonnen. Ich hab's gewonnen und das sogar ohne Verlust. Ich hatte eigentlich niemals jetzt damit gerechnet, dass ich so Glück hatte bei Hilda und jetzt den gleich nochmal bei Wellenbrecher Marino. Das funktioniert. So, okay. Gut. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Story. Wir sollen ja den Typen darüber anquatschen. Irgendwas mit der. Du hast nur drei Orten.
war davon. Jetzt haben wir 4. Mal gucken, was jetzt, ob er sich jetzt ein bisschen überzeugt dafür oder ob da immer noch sowas kommt. Naja. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und dann quatschen wir mit dem Typen. Und dann geht's ins Großmoor. Im Großmoor wollen wir einfach ein bisschen erkunden, mal ein bisschen die Items mitnehmen und da gibt es noch ein ganz, ganz cooles Item. Und dann ja, gucken wir mal, was weitergeht in der Story, ne? Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, weiter geht's weiter mit Pokémon Strahlender Diamant. In der letzten Folge haben wir es doch dann hinbekommen, haben wir den guten Wellenbrecher Marinus mal im wahrsten Sinne des Wortes gesteinigt mit unserem Ramaidon. Seine Wasser-Pokémon durchaus ohne Probleme bezwungen. Aber es war wieder Glück dabei, aber manchmal hilft das auch. Na gut. Wir haben ja schon auch versucht, beim Eingangs letzten Folge mit diesem Typen hier zu quasseln. Und der hat gesagt, ja, du hast doch 3 Orden, was willst du eigentlich? Jetzt haben wir 4 Orden, mal gucken, was er jetzt sagt. Ja, ähnlich ist das Paket aus der Lagerhalle an Schleide angekommen. Jetzt wird nichts ab zum See damit. Das ist eine wichtige Mission. Wir sagen, es ist keine Aktion. Ein Großmoor gibt es viele Störfaktoren. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Was hat das Gespräch gerade belauscht? Was? Gibst du? Wenn ich so ein Ei wäre, würde mein Pokémon dir die Ohren langziehen. Ich bin auf dem Weg zum See. Da habe ich keine Zeit für dich. Wage es nicht mehr zu folgen. Verstanden? Ja, ich laufe dir gleich hinterher. Aber ich gucke mich halt mal im Großmoor. Da sind ein paar Sachen. So, wir gehen auf mich hoch. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Jo. Wenn ich mir das noch einerscheinen, ist heute andere Pokémon im Großmoor als gestern. Ja, auch. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn, eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weiter entferntes Areal lang gelangen möchtest. Halt. Ich muss noch mal kurz hoch, ich wollte ja wieder da mitkommen. Wenn man das Moor läuft, zieht man manchmal ein. Ich bin mal versucht, wie zu frei derart für die Geduldvolle, dass das Erfahrung für mich komplett gelaufen ist. Ja, wir gucken mal durch, was wir hier kriegen können heute. Ein Felino. Ein Staralili. Ein Anton. Und ein Staralili. Und ein neues Anton. Jetzt nichts fürs Team. Also wenn jetzt mein Team nicht auftauchen würde, wäre super, aber ich glaube nicht, dass das so einfach wäre. Das wird nicht auftauchen. Marre. Nord. Staralili. Anton. Und Azurill. Azurill. Azurill ist die letzte Stufe. So, tun wir noch. Morlord. Lino. Pegiza. Morlord. Und Klippunkel. Ja, Klippunkel war tatsächlich sogar ein ekliges Team. Aber so nebenbei gerade. Aber wir haben es ja mit Miliz hier relativ gut gelöst. Aber ich gehe jetzt erstmal kurz rein. Ich will nämlich nochmal was sagen. Nein, brauche ich nicht. So. Wie gesagt, wir werden hier keine Teammitglieder fangen. Naja, erstmal mit dieser Dame hier quatschen. Habe ich während des Safari-Spiels gefunden. Diese Tänzer enthalten die Attacke auflockert. Aber keins meiner Pokémon kann sie erlernen. Da würde es mich freuen, wenn sie mitnehmen könnte. TM97, wir bekommen Auflockern. Ist früher die V05 gewesen. Mittlerweile ist es halt die TM97. Aber ihr braucht sie, um Nebel zum Beispiel machen. Und das werde ich euch dann auch zu dem Zeitpunkt zeigen. Ich glaube, das könnte sogar relativ bald kommen. Ich glaube, übernächste Folge könnte schon soweit sein, dass wir sie brauchen. Setz Auflockern über die Feuermattacken ein, kannst du Wege von sich stehweise im Nebel befreien. Dann lauern schon wieder ein größter Blitz. Durchsteig ein, das ist kein Witz. Zwar ein Besuch weit entfernte Areale, kann ich dir die Großmoor-Eisenbahn empfehlen. Aber ich guck mich dazu jetzt mal an. Well, ich möchte hier Items mitnehmen. Und zwar in erster Linie mal ein Gegengi. Ich gucke jetzt mal weiter durch. Haben. Was kann man denn hier erstmal ein Pokémon? Und zwar ein Roselia.
Ja, Roseli hätte ich hier nicht in der letzten Folge, in der letzten Arena brauchen können. Aber ich wollte es jetzt nicht ins Team nehmen. Jetzt hier einen super Schutz einzusetzen oder was auch immer macht, also kennen sie dieses Ding hier. Eigentlich ist es dafür da, es will ja als Safari-Zone, dass sie wieder da Pokémon folgen. Aber ich nehme jetzt erstmal kurz die ganzen, die kurz einträgen nicht, aber brauche ich nicht. Ich glaube, Lima war noch gar nicht gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Nehmen wir mal hier mit und das ist ein Glas Honig. Müsst ihr die Pokémon Futter zulassen, sie nicht falsch erfangen, nehmen aber auch eher Reis aus. Müsst ihr hingeben, Margarine, das ist zwar schwerer Fang, in dem Fall die Leute mutig, dann nicht mehr so viel Reis aus. Ich war mich verstanden, die wohl die Beste. Okay, das war anders, wenn ich jetzt wieder Matt sagen würde. Ich hau trotzdem ab, aber bei Futter sagen, ja, vielleicht kommen wir bei dir. Wieder was gelernt. Gut, wo ich privat gezockt habe, habe ich hier nicht auch jeden Depp angekleidet, sondern ich habe das immer. Warte mal, komm jetzt hier. Du Arsch. Siehst du, das war jetzt auch die logische Variante. Ich schmeiß auf Matsch, warum soll ich bleiben und gehen? Ah, ich brauche halt nicht. Ich glaube, ich doch was vergessen habe. Ne? Hier unten war noch eine Route eben. Wir meinen, wir haben eine Route, die Route 212 noch, die wir noch mitnehmen wollen. Ein Paraheiler. Gut, was haben wir hier? Ja, 1, 2, das sind wir schon hier oben. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Area 2. Weil ich will jetzt nur die Items hier unten nehmen. Nee. Ach Mann! Als ich der Plan an der Sache. Ich bin jetzt falsch auf den falschen Knopf gekommen. Das ist schnell. Komm, brich aus. Ist mir egal. Doch. Okay. So, mit. So.
schön, wenn ihr jetzt jeden, wie früher, wenn ihr jetzt jeden Schritt ein wildes Pokémon habt. Brauche ich jetzt gerade nicht. Lass mich hier. Ich brauche hier keine Pokémon. Es war zwar ursprünglich mal anders geplant, aber jetzt will ich das Item ist auch. Auch nur ein Superball. Nichts. Weltbewegung. Sollen wie bei Pokémon Go, Let's Go Pikachu, dass du zum Beispiel die Pokémon hier frei, frei laufen hast. Dass du einfach sagen kannst, okay, ich gehe jetzt drumherum oder sowas, aber wirklich schwer, dass du wirklich drei Schritte läufst, das nächste wilde Pokémon hast. Dann wieder vier Schritte läufst und dann wieder das nächste wilde hast. Also, das ist einfach ein bisschen an. Das ist nervig. Ich bin mir jetzt hier keinen Schutz einzusetzen, in der Safari-Zone, wo es dieser braucht, dieses Pokémon. Eine Kopf, die haben wir schon gehabt. Ja gut, aber es hat sich schon ein bisschen was gelohnt, wir haben ein bisschen was mitgenommen. Na gut, ich muss jetzt nicht nochmal da oben rein, also wie gesagt, irgendwie ist es soweit durch. Ich glaube, wir haben alle Items mitgenommen und ja, dann gibt es hier noch die Route 200 um. Die Route 212, die würde ich jetzt gerne auch noch mitnehmen, dass wir das hier mal auch dann noch mitnehmen. Nach links rum. Ich habe von Cosmo von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da auch mal hingehen. Kann ich dir empfehlen. Okay. Muss doch immer sein. Würde da würde das keine so gut sein. Ich weiß, vermute, dass das da ein Trainer ist. Aber ich glaube, dass da irgendwas. Kann natürlich alles, kann ja alles sein. Halt mit dem Trainer. Okay. Eine Kapsel-Spezialangriff. Aha. Ah, der Wächter ganz nett. Gibt's nicht mal einen Trainer, der eine Erforschung wert ist.